Ja, da unten wird der Boden auch gerader. Der steht doch jetzt auf der Schräge. Mitten im Minenfeld, ja. So. Aber mit dem großen Bagger ist einfach nur Hier ist ja mega noch die geil. Schräge. Das ist nämlich das Problem. Boah, ey, das ist echt mega mit dem großen Bagger, ey. Was das für ein krasser Unterschied ist, ey. Warte mal. Richtig krasser Unterschied, ey. Geht zu weit weg. Seht schon, komm, irgendwann fliege ich hier runter. Ey. Irgendwann bricht es hier ein. Eimer voll, Eimer Auch voll. die Fläche hier wegkriegen. Der Eimer Aber ist so das toll. könnte ich ja dann quasi hier aus. Wir testen das mal. Wie weit hast du denn hier schon alles abgetragen, Tor? Boah, zwei will sich schon eine dritte Waschanlage. Was? Hey, warum kriegen wir eigentlich immer alle Leute doppelt? Warte, mache ich jetzt gleich. Was machst du? So will mir zeigen, wo er hängt. So, dann testen wir das. So, wo hängst du denn? Alter, jetzt geht ja hier noch richtig weit rein, wa? Ach. Ja, ich bin hier noch nicht abgelaufen. Also, ich dachte, du bist schon einmal komplett gelaufen oder so. Jetzt muss ich ein Osten, bisschen hier oder was? auf intelligent tun. Da hast du aber echt schon viel abgetragen, ey. Lieber Scholli. Karte des Goldes. Okay. Ich habe irgendwie noch ja nicht verstanden, die Karte des Goldes. Wo bin ich denn hier? Hier oder was? Hier bin ich wahrscheinlich, ne?
Das ist sehr gut. Vor zwei, ich muss hier auch langsam weiterarbeiten. 110. Ah, hier so. Ach so, ja. Wo ist denn hier die 129? Alles so eine Sucht dies, ne? Das ist Wahnsinn. Ach, hier so, ne? Irgendwo. Ah, hier. Nicht schlecht, eh, nicht schlecht. Haben wir ja noch was vor uns so. 169, okay. Auf jeden Fall krass. Habt ihr ja schon gut was gemacht, ey, Mann, oh Mann. Ja, das sagt er. Ja? Glaub's ihm nicht. Weiß ich nicht. Wenn man ihm das So, wir brauchen Nuggets, jo. Aber es geht so. War ein bisschen Kacke aus. Was mir gerade auffällt, hier ist ja gar kein Dixi-Klo. Jeder Baustelle muss so ein Dixi-Klo. Du hast ein Bio-Klo wahrscheinlich entweder in deinem Zelt oder in deinem Wohnwagen. Bio-Klo? Ja, keine Ahnung. Bio, Bio. Hier so ein. Weiß was ich meine, hier. Ja. Mit der blauen Flüssigkeit da. Nee, im Wald. Wald, Käckerchen. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ich wäre fast mit dem Bagger wohl weg gewesen. War voll im Element. Dann war ich fast weg. Hat von euch einer schon dieses Gummi hier Frankenstein-Dinge da, dieses ganz große Teil da? Bevor ihr mal die Mietkosten da angeguckt, ey, die sind ja übel. Stimmt, jetzt wo du sagst. Was denn? Tank hin.
Alles geht doch. Also, du hast schon gut was weggeschüppt da bei dir, wa? Ich? Ja. So viel, ne? Auf jeden Fall ordentlicher wie bei mir. Bei mir sind überall so Haufen. Auch eine Frau, ich mache alles ordentlicher. Okay. Natürlich. Fahr gegen den Bagger, natürlich. Bitte, fahren Sie vorwärts. Natürlich fahre ich nochmal gegen den Bagger. Na wenn, dann machst du es richtig, ne? Hast du Ja, recht. also mir dürfte man echt keinen Führerschein geben, ne? Führerschein schon, nur kein Auto. Da fehlt noch eine Million für Frankie. Wie teuer ist denn der, die da? Nee, so nenne ich das, Lars. Frankenstein. Ich enthalte mich jetzt mal aus sieben aus. Manchmal habe ich Angst, wenn ich diese Schippe zumache und die hängt, dass ich irgendwie fliegen gehe oder so. Mir beim Tanken passiert. Echt? Ja, ich bin da irgendwo gegengefahren, bin in die Luft geflogen und wurde dann irgendwo mitten auf der Straße wieder, Wiederbelebt. ja, quasi wiederbelebt. Der Tank halt auch ein Stück weiter und mein Tank war vollgetankt. Okay. Ganz gut. Lars wieder. Danke für deinen verschenkten Sub an Tor Bismar und herzlich willkommen natürlich. Und danke nochmal, Lars. Oh nee, da fängt er schon wieder an. Tja, Tor, jetzt bist du hier gefangen am Channel hier. Ne? Selber schuld jetzt. Laufen können. Was? Er hätte noch weglaufen Ja, können, jetzt hat hätte. Ja, jetzt hat er die Kette dran. Am Bagger. Kannst ja wenigstens mal dann schon mal die Eimer wechseln, Tor. seine Angestellten machen. Buddeln, buddeln, buddeln im Majot. Ja, das habe ich bei in dem Laden gesehen, dass man den Schöpfern Schlauch, dass man sich den auch nochmal kaufen kann. Also ich habe es gesehen und habe mir so gedacht, oh, kaputt gehen. Da war ich wieder zu schnell. Was gemacht? Die Schaufel zu schnell geöffnet, dass wieder Material zu viel drin war. Ich dachte, das passt, aber war nicht so.
Der Tor scheint ja nicht mehr da zu sein, wa? Er ist nur noch am Lurken. Und schau mal, was sagst du? Hör doch langsam mit dem Bagger, wa? Richtig Millimeter genau mache ich das. Gibt es eigentlich schon einen Dark Soul-Teil, den man zusammen spielen kann? Nee, ne? Ach, da war ich schon wieder zu schnell. Mit dem großen Bagger, ey, da ist man immer zu schnell mit der Ship. %96 habe ich ja schon wieder. Ach, ich habe 100. Oh! Fuck! Wieder vergessen. Ey, das geht viel zu schnell. Ist das jedes Mal? Geht viel zu schnell. Aufmachen. Was seid ihr zwei denn für Newton-Film am gucken, ne? Bitte schön. Ach, wenn jetzt ein Mod da gewesen wäre. Was denn? Was? Nee, Oh, Yuki, nein, die geht's ja nicht gut. War jetzt nur. Nee, weil Schreimer gefragt hatte wegen dem. Dann. Yuki, du bist entschuldigt. Geht's nicht gut. Ja. Ich geh gleich noch schnell laufen. Was? Laufen? Ja, weil ich hab übelst Wasser im Bein und es geht nicht weg. Ich hab jetzt auch Spargel gefressen. Bitte? Ich hab auch gerade Spargel gegessen. Spargel ist aber dann nicht gut, ne? Spargel sollten Wasser entziehen. Die entziehen Wasser? Ja. Blair Witch 2. Ich dachte, die Billen, also dadurch kriegt man Wasser. Da. Ja, wurde das Gegenteil gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Falsches sagen. Aber die Eimer gehen so schön schnell voll, wa?
Ja, aber du machst das echt schön sauber da, hä? Ja, muss. Das ist auch das, was wahrscheinlich wahnsinnig viel Zeit bei mir kostet. Ja, das kann natürlich sein. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich will diese doofen Häufchen halt nicht haben. Ja. Kann ich verstehen. Aber Blair Witch war auch ein guter Film, ne? Wem redest du gerade? Allgemein. Ja, wahre. Kann die Waschanlage eigentlich auch kaputt gehen? Ja. Was geht da dran kaputt? Ich sag jetzt mal die Düse. Also es kann, ich weiß, ich sag jetzt mal der Motor, was weißt du da, also kann ich jetzt so nicht sehen. Auf jeden Fall oben, wo sage ich jetzt mal, das Wasser rauskommt. Okay. Ja. Grüße, der Tor 2 ist auch da. Torschramm. Hallo. Habe ich auch beide bei mir, Schatz. Ja. Was hast du so mir angehangen? Ja, mit dir Hang, mit dir Fang halt, ne? mit dir, mit dir. Düse plus Motor. Dankeschön und danke für den Follow. Und herzlich willkommen, das ist ja selbstverständlich eigentlich, ne? Was? Arbeitslöhne 0? Verarbeitetes Schürfmaterial? Geschüttetes Gold 0. Ja, siehst du mal. Habe ich nichts bezahlt. Sowas wie Multi-Twitch müssen wir gucken, wie das Ja. jetzt da so heißt. Da müssen wir mal gucken, wie das anständig geht, ne? Da musst du Dings sein. Partner oder was? Den Haken haben wir. Echt jetzt? Ja. Also einer, glaube ich. Hey. Schatzi, du bist näher an Partner dran als ich. Ne, ich Also gib glaube, dir mal Mühe. also ich glaube, das wird bei dir schneller werden. Warte ab. Warte ab. Habe ja noch nicht mal die Mindestanforderung für Affiliate. Ach, das kommt. Das ist nicht mehr lang. Habe ich mir vorhin angeguckt. Ist nicht mehr lang. Und wie weit bist du schon, Tor? Also Schramme. Hast du, bis hängst du hier auch noch auf diesem Claim oder bist du schon woanders? Ja, er ist da auch noch. Katzi. Hättest du dir mal die Links angeguckt, die Bilder, die er geschickt hat, weißt Ja, hallo, ich bin am Baggern. Ja, ich muss Geld machen. du? Ja, bin ich nebenbei auch und. Kevin hat gerade irgendeinen Link geschickt. Ja, Multi-Twitch schickt er. Siehst du, geht doch. Genau den. Ach so, nee, man braucht keinen Partner sein, Yuki. Nicht den Multi-Twitch. Ich meine, manchen Squad-Dings da. Ach so, dieses Squad. Ja, da muss man, glaube Wer ich, meint denn Partner sein. aber Multi-Twitch, Schätzelein? Und du bist im Real Life auch Baggerfahrer? Auch nach Ja. Gold am Suchen, ja? Er ist Wenn ja, dann kommen wir selbstständig. auf jeden Fall. Hat eine Frau, ist selbstständig, hat vier Kinder. Im Alter von. Warte. 6, 7, 8, 9. Nein, drei Kinder.
drei, nee, vier, vier Kinder. Vier Kinder. 9, 8, 7, 6, glaube ich, ne? Ein Junge, drei Mädchen. Okay. Merkt mir das, was meine Zuschauer. Ich brauche Eimer. Wo ist der Eimer? Wo ist der Eimer? Ja, klar, kannst ruhig posten. Na klar, ich glaube, bei mir ist das gar nicht blockiert, weil ich das noch nicht richtig eingestellt habe. Das habe ich nur bei meinem Freundchen richtig eingestellt, weil ich da wusste, wie es geht. Gut, ne? Völlig richtig, ja! Was? Ja, ich habe das komplett richtig aufgezählt. Aha! Ja! Merk mir das. Da habe ich ja noch zu ihm gesagt, ja, gönnst du deiner Frau keine Pause? Ja. Oh, jetzt habe ich aber das meiste Schutt da verschüttet. Da sind Eimer. Eimer. Ey, das... Ja, die kosten ja wohl nichts. Die kannst du dir kaufen. Schatzi. Ja, aber ich habe keine Lust, jetzt da hinten hinzulatschen. Oder zu fahren. So, zack. Obwohl, warte mal, eigentlich könnte ich ja mal den Bagger tanken, wa? Der große Bagger braucht doch bestimmt auch viel mehr Sprit, oder? Nein, der braucht nur die Hälfte vom kleinen Bagger. Der war lustig. Ja, Schatzi, mal ganz ehrlich. Ja, weiß ich doch nicht, kann aber sein, dass der Tank gleich groß ist. Großer Bagger, großer Tank, kleiner Bagger, kleiner Tank. Nee, hat nichts zu heißen. Lass mal voll laufen, das Ding. Wenn das überhaupt klappt. Mit dem Tank da. Ja, die Leistung ist echt krass mit dem großen Bagger, ey. Das war das erste Mal, ich hatte ja vorhin den kleinen, aber jetzt mit dem großen, puh, da kriegst du die Waschrinne ja gar nicht leer eigentlich, außer du musst umstellen oder so. Na komm, lass laufen da den Schlauch. Circa ein Drittel mehr. So, dann müssten wir das da jetzt mal haben. So, Eimer haben wir wieder. Einen, auf jeden Fall. Ich will die kleine, dicke, miete Tatze. Nein, das gibt's nicht. Nein. Kleine, dicke, miete Tatze. Das ist Wasser. Was? Batterien leer? Hast du jetzt Batterie? Bei Torschramme. Habe ich gerade einen Stromausfall? Was? Hier gibt es einen Stromausfall? Jetzt sag nicht sowas. Kriegen sowas nämlich.
Was macht Miete Tatze wieder? Muss sie erstmal alles wieder vorbereiten für die Miete Tatze? Ah, ist er wieder unterwegs, ja? Wenn wir gleich wieder rüberkommen, muss ich das Kissen hier wieder hinlegen. Nimm, 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 nimm. Komm her. Das sehe ich dir doch an. Was? USV hat gerade gepiepst? Alles in Ordnung? Was, von was redest du denn alles? Schatz, wir kriegen Probleme wahrscheinlich. Was wir? Ja, irgendwas USV pieps, also irgendwas mit Außerirdischen. Ja. Von unser Colt klauen. Gibt's nicht. Hätte. Ja. Los. Komm her. Oh. Und einmal hinlegen. Du kommst sowieso gleich wieder rüber, weil du sehen willst. Ich muss irgendwie jetzt hier richtig an der Tastatur kommen. USV ist eine Notbatterie für den PC. Für etwa 15 Minuten. Achso, du redest nicht vom Spiel, ja? Das... Oder redest du vom Spiel? Hm. Der Miete hatte... Ja, den komm doch jetzt hier rüber, leg dich hin. Köpfchen runter. Lars, der verschont wieder gar keinen, du. Danke für den verschenkten Sub, Lars, wieder mal. Und hallo, Torschrammel. Und herzlich willkommen im Sub. Nee, nee, nee. Der Verrückte wieder. Ist er wieder am Werk. Du mehr Eis essen, dann brauchst du sowas nicht machen. Dann bist du wenigstens beschäftigt. Ja, ich denke mal, so lange wird es nicht dauern. Sie ist sehr gut dabei. Sie will nicht. Sie will nicht. Sie will bitte deinen Schwanz stellen. Ich glaube, ich muss mal zum Hautarzt oder so, mal wegen Allergietest oder so, keine Ahnung. Meinst du das? Jedes, ich weiß nicht, vorhin war das so, er saß bei mir vorhin auf dem Schoß und es hat alles gejuckt. Nicht, dass du Katzenallergie hast, du. Ja, mein Gott, dann ist das so. Dagegen kann man was machen, stimmt schon. Dagegen kann man was machen. Aber das wäre auch komisch, ne? Ja, so eine Allergie kann von einem Tag auf den anderen kommen. Was ist denn hier los? Oh. Yuki sagt ja immer, Katze gucken, Katze gucken. Katze gucken. Mein Gott, warum? Da war aber nichts drin, der Schüpp, du.
Ja, wollte ich auf jeden Fall machen. Muss ich jetzt auch machen. Was? Werde ich Was? die Tage machen. Hier meine Cam und so wieder einrichten und alles. Wollte ich eigentlich diese Woche schon gemacht haben. Warte, ich schippe die Hälfte daneben, war. Echt? Ja, weil die Waschanlage so. Muss den Bagger jetzt mal wieder anders hinstellen. Oh Scheiße, ich habe ja kein Wasser. Okay. Lass mich los. Passt das noch? Muss ich mal gucken, ob das noch passt. Fest. Besser. Baby. Bibi. Yuki, Katze. Katze. Hallo Katze. Wow, du doofe Kuh. Tag, 18 Kübel, 6 will ich heute noch Schluss machen. Okay. Ich muss die Waschrinne anders platzieren. Das wird ja jetzt wieder lustig.
Oh, okay. Muss ich da mal gucken. Was kostet denn so ein Wassertank? Sollte ihm keine Tipps geben. Gib mir Tipps. Nein, mir auch. Nein. Irgendwas wollte ich jetzt. Also. Sogar 10.000. Oh, das geht ja noch. Das geht ja noch. Ja, das ist hier der Wassertank, der da kaputt umliegt, ne? Reparieren. Ja. Dein Ernst jetzt wieder? So, machen wir den Tank mal leer, dann gehen wir gleich mal wieder Benzin kaufen. Was hat das nochmal gekostet, den Dingen zu befüllen? Was? Komplett? Diesen Chirp, Wagen? Pi mal Daumen, 2500, Pi mal Daumen. Okay, das habe ich noch auf Plus, Tasche. minus. Plus, minus. Okay. So, den fahren wir jetzt mal hier hin. Der hier, der Wassertank, der da umliegt, ne? Aber den Ja. musst du ja quasi. Ich rede mit Ach Ton. so. Den musst du ja aber halt vorher erstmal, ich sag jetzt mal, restaurieren, ne? Also den quasi reparieren oder was auch immer. Weil da stand irgendwie vor den Tag mal was mit viel Geld. Glaube ich. Fünftausend, sagst du? Was kostet 150.000? Der Wassertank bei uns ja auf dem Grundstück. Holy shit. Ich Glückspilz, 234 Gramm. Wupp. Ja, Schatzi, so geht das, ne? Nicht schlecht. Dummer Schlauch. Du sagst jetzt was anderes. Was? Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Was soll ich denn sagen? Als du gesagt hast, dumme Schl. Ach so. Warum sollte ich das sagen? Ich weiß es nicht. Das war gerade so ein Schockmoment. Und klar.
Mann! Oh, hier nur Scheiße gerade. Berg und Tal. Mein Anhänger hätte mich fast wieder überholt. Kurve. Noch eine Kurve. Und wie viel Golden Nuggets hast du schon? Also Gold hast du schon, nicht Nuggets. 1221. So, jetzt tanken. Gott der Muffins, WB! $2600 hat es noch gekostet. 2006, ne, habe ich ja gesagt, so Pi mal Daumen, ja, plus ja. Minus, ne? So, dann haben wir das. Eigentlich ganz gut, eigentlich ganz gut. 6 Tage bis Sommer. Ja, da haben wir ja eigentlich noch viel Zeit, ne? Bis mal hier dieser Winter einbricht. Ja, Sommer. Winter. Boah, hab ich gut erkannt, ne? Ja, aber super. Oh, hab ich richtig gut erkannt. Boah, bin ich gut. Scheiße. Alter, hab ich mich so erschrocken. Ich hab da gar nicht angeeckt. Alter, war das gerade laut. Wenn du irgendwo gegenfährst. Alter, was ist los? Was ist denn mit meinem Auto passiert? Sie kommen doch, sie kommen mich holen. Also, so habe ich das aber nicht geparkt. Ja. Ist er. Was? Was ist los? Hallo? Nein, das war jetzt nicht für deine Ohren. Ey, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Wiederherstellen war das, ne? Ja. Geht nicht. Ey! Jetzt hat er mir den Anhänger geklaut. Jetzt hänge ich hier fest. Holy shit, was war das denn? Wieso macht er dir Angst? Ja, wenn so eine Äußerung kommt wie, ach, oh, jetzt kommen sie und holen sie mich irgendwie so, keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen kurios. Ah, den nicht so an.
Könnte man leicht. Etwas blockiert die Tür. Ja, ich vielleicht. Hey, was ist denn hier los? Fall doch da rein, jetzt du scheiß Eimer. Wieder alles reinwerfen, das gibt's doch gar nicht. Nee, nee, nee. So, jetzt muss ich alles wieder drin haben. Oh, langsamer, langsamer. Langsam, langsam. Warst du nur, warum ich Angst kriege? Ach, stellt euch jetzt nicht so an hier. Ich will nicht wissen, was ihr da die ganze Zeit macht. Gar nix. Ja, normal, wenn ich hier auf dem Goldclaim ganz alleine hänge, ist dann wie hier. Du musst heulen, ich bin auch alleine. Ja, siehst du, das ist dann wie hier in dem Film da mit dem Handball oder was ist das da gewesen? Oder Volleyball oder so, wie auch immer der Film nochmal hieß. Weißt du, welchen ich meine? Wo der auf der Insel da war? Ja, mit Tom Hanks. Ja, genau. Wie hieß denn der Film nochmal? Castaway, verschollen. Ja, genau so fühle ich mich hier gerade. Film ist aber auch schon alt gewesen. Weil er ist schon weiß alt. Ich, nicht. Ich bin noch jung, du bist alt. Das entscheidest du. Ja, da habe ich mich gerade auch gefragt, Yuki. Genau so habe ich auch reagiert. Jetzt. Was? Was? Ihr seid kacke. Yuki, du darfst mir nicht in den Rücken fallen. Nein, mach ich doch nicht. Natürlich! Nein! Doch, das hast du gemacht. Dafür, dass das so aussah, als wäre da so. Dadurch, dass die fucking komische Waschanlage so dick steht.
So. Tap. Können wir wieder baggern. Wie sieht's mit dir aus, Schatz? Machst du länger oder? Nee. Ach, willst du jetzt aufhören oder was? Ja, ich muss jetzt gleich aufhören, ja. Dann hören wir gemeinsam auf. Ich mache jetzt nur noch den Eimer auf 100. Ja. Der hat schon 84%. An wen gehen wir rüber? Dento oder Ponzi? Mario streamt? Ich glaube ja. Ja, denn zu ihm. Der liebe Mario ist nämlich frisch gebackener Papa. Ja. Ja gut, was heißt frisch gebacken? Ist schon etwas länger her. Was heißt etwas? So lange ist es jetzt nur auch nicht. Aber das ist ein ganz, 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 ganz lieber. Einmal darfst du raten, was er spielt. Peter? Call of Duty Modern Warfare. Nee. Das ist eine Pfeife, wa? Mal was sagen können. Saudi. Buddel, 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 buddeln. Da, der Eimer ist nicht.
Oh, aber das mit dem Bagger ist so angenehm. Alles klar, Kevin.